Ist Tom Hardy der beste Venom aller Zeiten? Oder gibt es in Videospielen vielleicht eine Version des Superschurken, die den Comics noch gerechter wird? Ich liebe Venom, ja. Seit ich ihn in den 90ern zum ersten Mal im Fernsehen sah, ist er mein liebster Marvel-Schurke. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihn irgendwo zu Gesicht bekomme. Als er damals im Teaser für Spider-Man 2 angekündigt wurde, bin ich aus allen Wolken gefallen. Aber nun, mit dem bevorstehenden dritten Film im Kino, frage ich mich, ob die Spieleentwickler es jemals wirklich geschafft haben, diesem großartigen Schurken gerecht zu werden. Also habe ich mir sämtliche Games mit ihm angesehen. Ohne zu ahnen, dass es insgesamt 55 Stück sind. Da muss doch wenigstens ein geiler Venom dabei sein, oder? Und wahrscheinlich jede Menge lausige. Los geht's! Nur 2 Jahre nachdem Venom das erste Mal in seiner uns bekannten Form in den Marvel Comics erscheint, hat er bereits seine Videospielpremiere in The Amazing Spider-Man auf dem Game Boy. Venom gehört hier zu der Gruppe von Superschurken, die Spider-Mans Geheimidentität herausgefunden und seine Frau Mary Jane entführt haben. Die alte in Steckdosen fassende Bordsteinschwalbe. Jedenfalls ist Venom trotz seiner Platzierung als letzter Boss eher eine Enttäuschung. Angefangen bei seiner detailarmen Darstellung in der Walkie-Talkie-Zwischensequenz und seinen lahmen Sprüchen bis hin zum Kampf selbst, wo er minutenlang in der Pupu-Kaka-Stellung wie ein Jojo von der Decke fällt, bis er dann im Wasser der Kanalisation ertrinkt. Ein würdiges Ende. Während Spider-Man sich in Spider-Man vs. The Kingpin um eine Atombombe kümmern muss, die der Kingpin innerhalb von 24 Stunden zünden möchte, befeuert Venom den Stress mittendrin noch, als er Mary Jane entführt. Schon wieder? Ach ja, ich vergaß das Zeitalter der Jungfrau in Nöten. Abgesehen von dieser Boshaftigkeit taucht er lediglich in fremden Bosskämpfen auf und überlässt die Drecksarbeit den anderen Schurken. Ähnlich wortkarg, aber deutlich präsenter ist Venom im Arcade-Game Spider-Man The Video Game von 1991, wo er dir gleich als erster Boss entgegentritt. Allerdings scheint sein gesamtes bedrohliches Repertoire daraus zu bestehen, sehr schwerfällig und langsam über den Bildschirm zu springen. Zumindest bis er dann buchstäblich aus sich herauskommt und Spider-Man als Riesen-Venom jagt. In der Form kann er zusätzlich noch auf der Stelle laufen wie ein Looney Tune. Eine unterm Strich also eher enttäuschende Vorstellung, die Venom bis auf die Unterhose blamiert. Dass er einen nach dem vermeintlich finalen Bosskampf gegen Dr. Doom aber in Sicherheit wiegt, nur um dann nochmal aufzutauchen und gleich seine Symbiontenklone mitzubringen, ist schon ein Level von Boshaftigkeit, das erwähnenswert ist. 2 Jahre nach dem Original erschien Spider-Man vs. The Kingpin noch einmal in aufpolierter Form für den Sega CD. Und hier bekommen wir zum ersten Mal den klassischen Venom-Kampf, den wir nach all den Jahren zur Genüge kennen. Während ein geiler Rocksong von Mr. Big spielt, muss Spider-Man an Venom vorbei zur Spitze der St. Patrick's Cathedral klettern, um den geräuschempfindlichen Symbionten mit Hilfe der Kirchenglocken zu besiegen. Durch den zusätzlichen Speicherplatz des CD-ROM-Systems kriegst du sogar eine vertonte Zwischensequenz serviert. Mit ganz großartigen Soundeffekten wie diesem hier. Auch der rote Symbiont Carnage braucht nur 2 Jahre nach seinem ersten Comic-Auftritt, um ein Videospiel gewidmet zu bekommen. Doch nicht irgendein Videospiel, sondern eins, in dem man Venom nun auch selbst spielen darf, um irgendwelche Skater zu verdreschen. Zwar hat man die Wahl zwischen ihm und Spider-Man, aber mal ehrlich, ist das wirklich eine Wahl? In Spider-Man and Venom Maximum Carnage, einem der ersten Lizenzspiele, das nicht nur auf den Charakteren, sondern direkt auf einer Comic-Heft-Story basiert, wird Venoms Kampf gegen seinen Erzrivalen von Carnage unterbrochen. Die beiden Symbionten scheinen gleich stark und als Carnage entkommt, beschließt Venom widerwillig, die Hilfe von Spider-Man anzunehmen, um ihn aufzuhalten. In den zahlreichen an Comic-Panels des Originals angelehnten Zwischensequenzen kommt Venom sehr häufig zu Wort und auch wenn es anfänglich so wirkt, als hätte er sich ein wenig zu sehr mit der Spider-Man-Allianz abgefunden, zeigt er doch endlich sein wahres Gesicht, als die Helden Carnage selbst auf sein Drängen hin nicht töten wollen. In The Amazing Spider-Man Lethal Foes hat der krabbelnde Held ein verhältnismäßig leichtes Spiel mit Venom.
So scheint es zumindest. Bis der seine vorgetäuschte Ohnmacht über Bord wirft und Spider-Man packt, um ihm die Lebenssäfte auszuquetschen. Wahrscheinlich wäre er damit sogar erfolgreich gewesen, wenn in diesem Moment nicht Carnage auftauchen und ihn ablenken würde. Wie in Maximum Carnage ist auch hier Venoms Hass für den roten Symbionten größer als für seinen Erzfeind, weshalb er ihn auch ein weiteres Mal im Kampf unterstützt. Freunde sind sie dennoch nicht. Die wahre Boshaftigkeit hier ist aber, dass das Spiel lediglich Famicom-exklusiv in Japan erschienen ist. Als Fortsetzung zum Maximum Carnage kann man auch in Separation Anxiety wieder zwischen Spider-Man und Venom wählen. Dieses Mal ist die Präsentation allerdings sehr reduziert und durch fehlende Zwischensequenzen haben wir auch quasi keine Geschichte und keine Charakterentwicklung. Diesen Venom kann ich also nur anhand seines sehr limitierten Angriffsrepertoires bewerten. Und das lasse ich lieber. In Spider-Man The Animated Series erlebst du die Geburtsstunde der Super-Schurken-Vereinigung Sinister Six, angeführt von Dr. Octopus und dem Green Goblin aka Norman Osborn. Dessen wissenschaftlicher Hintergrund ermöglicht es ihm auch, eine neue Entstehungsgeschichte für Venom loszutreten, in der er die Goblin-Formel und Spider-Mans DNA vermischt, um einen Symbionten zu erschaffen. Venoms Rolle dieses Mal ist weniger die eines Schurken und mehr die eines sehr extremen Anti-Helden, der Spider-Man nicht verstehen kann, als der die besiegten Superschurken ein weiteres Mal der Justiz übergibt. Also zieht er selbst los, um die Halunken ein für alle Mal und endgültig aus dem Verkehr zu ziehen. Erst 3 Jahre später geht es 1998 weiter, als in Marvel vs. Capcom Clash of Superheroes 15 Kämpfer verschiedenster Welten zusammenfinden. Venom musste auf den inzwischen 3. Teil der Reihe warten, um auch in diesen elitären Kreis aufgenommen zu werden. Und was für eine Ehre es ist, meinen Lieblingsschurken im ikonischen Stil des damaligen Street Fighter zu sehen. Ich bin besonders Fan seiner flexiblen Physik, die er meisterhaft beim Besiegen seiner Gegner verwendet, bevor er sie mit seinen üblen Finishern vernichtet. Aber auch vor und nach dem Kampf kommt sie gut zur Geltung. Leider hat das Spiel an sich keine wirkliche Story und die paar Monologfetzen von Venom lassen ihn ziemlich schizophren erscheinen, wenn er zunächst Spider-Man für sein reines Herz lobt und dann ankündigt, Hirne fressen zu wollen. Hey, ein bisschen Wahnsinn hat noch keinem Schurken geschadet. Genauso wenig wie ein hektischer, herausfordernder Zeigefinger. Mit Marvel vs. Capcom 2 New Age of Heroes schafft auch Venom es in einem Roster von 56 Kämpfern ins neue Jahrtausend, unterscheidet sich dabei aber höchstens minimal von seiner vorangegangenen Version. In einem Team aus 3 Kämpfern hat er sogar noch weniger zu sagen. Als ein von Dr. Octopus engagierter Doppelgänger in Spider-Man Eddie Brocks Kamera zerstört, lässt dessen Wut darüber den Symbionten in ihm wieder die Oberhand gewinnen, so dass Venom Rache am Helden schwört. Dafür greift er auf seine alten Muster zurück und entführt Mary Jane. Doch bevor Spider-Man ihn finden kann, macht Venom seinen Erzfeind ausfindig und lockt ihn bei einer Verfolgungsjagd durch die Stadt in sein Kanalisationsversteck, wo er scheinbar von seiner Unsichtbarkeitsfähigkeit Gebrauch macht. Dort besiegt kann Spider-Man ihm den wahren Sachverhalt erklären und Venom, deutlich besänftigt, verspricht ihm seine Hilfe, um den wahren Täter zu finden. Auch wenn er dabei den IQ von Homer Simpson an den Tag legt. Who could have wanted to steal Octavius' technology? Oh, oh, we know, we know! Who? The Submariner. Submariner? Get serious, will you? The Mighty Thor. Are you out of your mind? Doch schon kurz darauf läuft das Angebot ab, als Venom die Präsenz von Carnage spürt und lieber dem nachgeht. Letztlich führen ihre Wege sie aber wieder zusammen, als Spider-Man, Doc Ock und Carnage als wahre Übeltäter hinter den Ereignissen in der Stadt enttarnt und Venom auftaucht, um Carnage zu übernehmen. Eine Aufgabe, bei der er allerdings versagt. Lausige Vorstellung. Mit einer etwas abgewandelten Geschichte erschien das Spiel ebenfalls für den Game Boy Color und keinen Schurken bekommen wir hier so oft zu Gesicht wie Venom. Obgleich er allerdings für Game Boy Grafik verdammt gut aussieht, gibt er eine unfassbar erbärmliche Vorstellung und das Ganze 3-mal im gesamten Spielverlauf. Wenn der Symbiont so einfach zu besiegen wäre, hätte seine Popularität wohl bereits in den 80ern wieder ein Ende gefunden. Diese Plug-and-Play-Konsole, die aussieht, als könnte sie Mary Jane verdammt glücklich machen,
enthält 5 Spider-Man-Spiele, unter anderem auch Venoms Vindication. So bedrohlich der Symbiont hier auch aussieht, nutzt er all die Muskeln und Zähne, nur um gemütlich über Spider-Mans Kopf hin und her zu schlendern und Bomben herunterzuwerfen, die Spidey mithilfe seines Netzes scheinbar in schwarzen Löchern verschwinden lässt. Und nach 3 Versuchen an verschiedenen Schauplätzen schlendert Venom nach Hause und ist damit scheinbar besiegt. Episches Finale. Um aber wieder ein wenig Qualität in die Liste zu bringen, Ultimate Spider-Man gilt als eines der mit Abstand besten Videospiele, die dem Superhelden gewidmet wurden. Einen großen Beitrag hierzu liefert Venom, der gleich einen eigenen separaten Story-Modus spendiert bekommt, der die Geschichte von Spider-Man buchstäblich in den Schatten stellt, weil es so düster ist. Auch gameplay-technisch unterscheidet sich hier einiges, da Venom signifikant stärker ist als Spider-Man und die Stadt mit gewaltigen Sprüngen durchquert, die Schaden und Verwüstung hinterlassen. Um seine Energie wieder aufzuladen, verspeist er zudem hilflose Passanten auf der Straße, während er vor der Firma flieht, die seinen Symbionten erschaffen hat. Hier ist Venom übrigens wieder weniger gesprächig und mehr wie ein wildes, unbändiges Tier, dem nicht einmal Wolverine etwas entgegenzusetzen hat. Ach, war das schön, als die Lizenzierung von Superhelden noch nicht so ätzend war wie heute. Der Game Boy Advance Ableger erzählt weitestgehend dieselbe Geschichte mit einem Eddie Brock, der vom Venom-Anzug verzerrt wird, mit einem ähnlich düsteren Ton. Venom steht hier kontinuierlich unter dem Zeitdruck seiner abnehmenden Lebensanzeige, die ihn dazu drängt, seine besiegten Gegner zu verschlingen. Yummy! Und dann auch noch auf dem DS. Selber Venom, anderer Look. Im 3D-Fighter Marvel Nemesis Rise of the Imperfects, das die kurzlebigen Imperfects zum letzten Mal präsentierte, überlebt unter anderem Venom eine Alien-Invasion, während Captain America, der Hulk oder der Punisher nicht so viel Glück hatten. Das Spiel hält sogar zusätzlich eine korrumpierte, grün schimmernde Form des Schurken bereit, die noch gefährlicher ist als üblich. Wie in herkömmlichen Kampfspielen kommt Venom hier aber nicht sonderlich oft zu Wort, sondern lässt meistens nur zu Beginn eines Levels einen kurzen Spruch ab. Und mich stört's ehrlich gesagt immer, wenn Venom für sich ich benutzt, anstatt wir. Das gehört inzwischen einfach dazu, oder? Marvel Ultimate Alliance beeindruckte 2006 mit einem Aufgebot von über 140 verschiedenen Marvel-Charakteren, die sich entweder auf Dr. Dooms Seite und der seiner Masters of Evil schlagen oder aber für S.H.I.E.L.D. zusammen mit den Helden agieren. Spieler können ihr individuelles Viererteam zusammenstellen. Venom gehört ebenfalls dazu, allerdings nicht als Part der Handlung, sondern lediglich als Teil des Schurken-DLCs, der Xbox 360 exklusiv war, bis die Re-Releases unter anderem auch für die PS4 erschienen. Entsprechend kommt er nicht wirklich zur Geltung, aber immerhin kann man aus einer Reihe verschiedener Erscheinungsbilder auswählen und spaßige Sachen mit den Symbionten-Tentakeln anstellen. Einige Aktionen sehen dabei cooler aus als andere. Wenn es eine Venom-Darstellung gibt, die ich absolut furchtbar finde, dann ist es der Hungerhaken aus Spider-Man 3, einem ansonsten großartigen Film. Natürlich ließ man sich die Lizenz nicht entgehen und programmierte lausige Adaptionen für jede existierende Konsole und eine besondere Augenweide war das Ganze für die PS3 und Xbox 360. Venom klingt jetzt zwar wie Fred aus der Buchhaltung, kann Spider-Man aber ziemlich gefährlich werden. Moment. Moment. Wait for it. Da, gefährlich. Die Handheld-Versionen haben da glatt noch weniger zu bieten. Angelehnt an die Tobey Maguire Filmtrilogie, aber in einer anderen Realität spielend, haben die Schurken in Spider-Man Friend or Foe überlebt und werden von Mysterio zunächst entführt und dann manipuliert, um ihm bei seinen finsteren Plänen zu helfen. Ihm entgegen stehen Spider-Man und weitere Helden, die auf der ganzen Welt nach Splittern des Meteors suchen, mit dem Venom auf die Erde gekommen ist und seine Symbiontenmasse so auch außerhalb von Manhattan verteilt hat. Auf Venom selbst trifft man in Transsilvanien, wo Blade bereits Jagd auf ihn macht. Clevererweise sucht er sich natürlich den Glockenturm für seinen Bosskampf aus, wo lauter hohe Töne ja seine größte Schwäche sind. Und kaum ist er besiegt, darfst du ihn widerwillig rekrutieren, um ihn auch selbst spielen zu können. Charakterlich hat er allerdings nichts mehr mit dem Film Venom zu tun, ist deutlich aufgepumpter und erheblich dümmer, sodass er im Grunde genommen die ganze Zeit nur Spider-Man essen möchte.
And after I hurt Bubble Man, I eat you. Während man Spider-Man spielt, liegt eigentlich der gesamte Fokus von Spider-Man Web of Shadows auf Venom. Angefangen als schwarzer Anzug am Leib von Peter Parker, der zunehmend vom außerirdischen Symbionten eingenommen wird. Tatsächlich führen einige Entscheidungen, die man im Spielverlauf treffen kann, dazu, dass der Parker vollkommen verschlingt, er die Symbiontenarmee und damit die ganze Stadt kontrollieren kann und sich sogar seine Verbündete Black Cat mithilfe der glibberigen schwarzen Masse untertan macht. Ein optionales Ende, für das der Kingpin ihm einen Wolverine Venom auf den Hals hetzt. Der wirkliche Hingucker hier ist aber natürlich der finale Boss, der Venom noch einmal eine völlig neue, monströse Hydra-Dimension mit 5 Köpfen verleiht. Alter Schwede, ist das geil! Um den erfolgreichen Vorgänger zu toppen, pickt man sich für Marvel Ultimate Alliance 2 die Civil War Story heraus, in der so ziemlich alles mit Rang und Namen im Marvel-Universum vorkommt, um sich zu bekriegen. Schlägt man sich auf die Seite von Iron Man, bekommt man im Spielverlauf auch die Option, Schurken zu rekrutieren und somit auch Venom ins Team aufzunehmen. Kein schlechter Zugewinn, weil er mit seiner rohen Gewalt einige echt coole Attacken auf dem Kasten hat, gerade auch in Kombination mit seinen Teampartnern. Und ich mag seine anzüglichen Witze. Not as much as the ladies do. Enthalten im Little Big Planet Marvel Costume Pack 1 war auch ein Venom-Kostüm. Und das ist tatsächlich die einzige mir bisher bekannte Möglichkeit, Sackboy seine Niedlichkeit zu entziehen. Obwohl, schaut euch nur diese niedlichen Zähnchen an. 2010 wird die Stadt in Ultimate Spider-Man Total Mayhem überrannt von Symbionten-Zombies und all diese verschiedenen Parasiten rufen im Chor nach ihrem Ursprung Venom, der dadurch völlig durchdreht. Nach dem Kampf auf einer einstürzenden Brücke kann er zwar entkommen, den Showdown auf einem fahrenden Zug lassen wir uns aber nicht entgehen. Im Shop ist gerade Sale. Ein Ausflug in ein völlig anderes Genre machen wir in Marvel Pinball, wo Spider-Man sich auf dem großartigen Venom-Tisch behaupten muss. Nicht nur kann man den schwarzen Anzug freischalten, der Superschurke springt hier drauf hin und her, er kann auch die Kugeln mit seinem Netz festkleben und als Bonus ist noch Carnage eingesperrt, der sich irgendwann befreit und dich auf seinen persönlichen Tisch entführt. Marvel Superhero Squad Online war ein Free-to-Play-Browser-MMO für jüngere Marvel-Fans, basierend auf der gleichnamigen Spielzeugserie von Hasbro. Definitiv nicht meine favorisierte Version des Schurken, denn die sieht noch putziger und vor allem ungefährlicher aus als das Little Big Planet Kostüm. Ich meine, guck dir mal an, wie der sich nach Abschluss eines Levels freut. Was zum Geier! Bleiben wir im Browser mit Marvel Avengers Alliance, einem rundenbasierten Facebook-Spiel, das zwischen 2013 und 2016 spielbar war, passend zum ersten Avengers-Film. Als selbstentworfener Shield-Agent konnte man sich mit 2 der 166 verfügbaren Marvel-Charaktere zusammentun, um quasi Schere, Stein, Papier zu spielen. Venom ist hier zwar verdammt geil gezeichnet, in seinen Bewegungen aber doch arg eingeschränkt und abgesehen von seiner Erscheinung gab es im Spiel offenkundig keine anderen Aspekte, die ich in meinem Venom-Ranking hier bewerten könnte. Passend zum gleichnamigen Film erschien The Amazing Spider-Man als Java-Game. Allerdings anders als in der Vorlage wird es schurkentechnisch von Venom dominiert, der seine ganzen bisherigen Niederlagen offenkundig satt hatte und sich mit Kollegen wie dem Sandman oder der Echse zusammenschließt. Die beste Figur gibt er allerdings im Autorunner-Level ab. Vor allem, weil er so wenigstens eine akzeptable Geschwindigkeit an den Tag legt. Verglichen mit seinen Gebären in einem regulären Kampf. Marvel vs. Capcom Origins sei noch einmal schnell erwähnt, obgleich es nichts weiter als eine Compilation der bereits besprochenen Arcade-Klassiker Marvel Superheroes und Marvel vs. Capcom Clash of Superheroes war. Sein vorfreudiger Zeigefinger ist immer noch am Start. Als Shield-Agent stellt man sich im Card-Battler Marvel War of Heroes auf Smartphones mit seinem persönlichen Superhelden-Team gegen eine Schar von Schurken, darunter natürlich auch Venom. Die Artworks auf seinen Karten sind teilweise ziemlich cool, teilweise frage ich mich dann aber doch, Venom, alter Junge, alles okay bei dir?
Brauchst du ärztlichen Beistand? Um eine Alien-Invasion aufzuhalten, müssen die Avengers sich in Ubisofts Marvel Avengers Battle for Earth gegen die Skrulls stellen, die nicht nur ihre Gestalt, sondern auch ihre Superkräfte übernehmen können. Venom macht an sich eine gute Figur und seine Angriffe haben alle gehörig Wumms, den man auch spürt. Aber das Spiel an sich ist genauso schmerzhaft anzusehen, wie dem zweisilbigen Kommentator zuzuhören. Ein weiteres kostenloses MMO, das 2017 in die Jagdgründe einging, war Marvel Heroes. Während seines Lebenszyklus stockte man das Kämpferroster von 21 spielbaren Charakteren auf satte 63 auf. Darunter nicht nur Squirrel Girl, sondern auch Venom. Ich finde, für seinen Auftritt hätte er aber ruhig noch etwas pumpen gehen können. Der ikonische Stirnacken hat doch arg nachgelassen, scheint mir. Noch ein neues Genre deckt der Free-to-Play Bejeweled-Klon Marvel Puzzle Quest ab, mit nicht weniger als 349 spielbaren Marvel-Charakteren. Was auch so wundervoll skurrile Paarungen abgibt, wie die Mission, in der Spider-Man sich mit Howard the Duck zusammentut, um Tante May zu finden. Schaltet man Venom in LEGO Marvel Super Heroes frei, erscheint er zunächst nach nicht sonderlich viel Abwechslung. Im Grunde genommen einfach ein schwarzer Spider-Man. Allerdings hat Venom hier die Spezialfähigkeit, sich in seine bullige Version zu verwandeln. So ist er einfach ein schwarzer Hulk. Sein erstes Auftreten in der Story gestaltet sich für ein Lego-Spiel aber überraschend schaurig. Und seine Schwächen im Bosskampf, Lego-typisch mit improvisiert zusammengebauten Ghetto-Blastern oder Glocken ausnutzen zu können, hat tierisch Spaß gemacht. Auch der Smartphone-Ableger zu The Amazing Spider-Man 2 hält sich für was Besseres als seine Vorlage. Indem er Venom inkludiert, ist er es aber auch irgendwie. Nachdem Eddie Brock beim Herumschnüffeln in den Oscorp-Laboren erwischt wird, probiert man das neueste Experiment direkt an ihm aus und lässt ihn so zu Venom mutieren, der fortan durch die Stadt streift und Passanten mit seinem Symbionten zu infizieren versucht. Optisch sieht er aber arg nach Gummianzug aus. Sobald er allerdings Eddies JPEG-Gesicht herausblicken lässt, ist einem der Gummianzug doch deutlich lieber. In einem weiteren Mobile-Titel, Spider-Man Ultimate Power, verbündet Venom sich mit Sandman, um die mächtige Substanz ISO 8 zu stehlen und mit Green Goblin, um Mary Jane zu entführen und Spider-Man so abzulenken. Sein boshafter Antrieb hierzu ist zweigeteilt. Zum einen verachtet er Spider-Mans nachlässiges Heldentum, der Bösewichte nicht endgültig ausschaltet, sodass sie wiederkehren und die Menschen erneut terrorisieren können. Und zum anderen will der Symbiont sich seinen früheren Wirt Peter Parker immer noch ein für alle Mal einverleiben. Immerhin scheint Venom so stark zu sein, dass Peter in einem von unzähligen Alternativ-Outfits, darunter auch Spider-Schwein, Peter Pork, ihr wisst schon, eigentlich nur vor ihm fliehen kann. Und wir bleiben noch einmal auf dem Handy mit Spider-Man Unlimited, einem Endlos-Runner, in dem Spider-Man und seine Verbündeten sich gegen die Sinister Six und deren Multiversum-Counterparts zur Wehr setzen müssen. Das Spiel wurde von Entwickler Gameloft allerdings mit zahlreichen Updates gesegnet, sodass auch Venom dazu stoßen durfte. Der ist mir persönlich allerdings ein bisschen zu weinerlich und er gefällt mir auch deutlich besser, wenn er Carnage zu vernichten versucht, anstatt sich hinter ihm zu verstecken. So ein Waschlappen. Die proportional wahrscheinlich bulligste Venom-Version gibt es im Sandbox-Spiel Disney Infinity Marvel Superheroes zu sehen. Oder physisch in meinem Regal. Wo jeder seiner Sprünge auch eine Erschütterung durch New York jagt. Nur hat das Spiel selbst leider nicht allzu viel Substanz zu bieten. Marvel Contest of Champions erschien auf dem Smartphone später aber auch als Arcade-Automat und hier ist der Collector schuld daran, dass insgesamt 253 spielbare Marvel-Charaktere in ein Kampfturnier heraufbeschworen werden. Ich feiere es sehr, dass Venom hier selbst den Hulk überragt und es macht schon Spaß, ihm dabei zuzusehen, wie er unter anderem die Avengers mit seinen cool inszenierten Special Moves auseinander nimmt. Es war die Hochzeit der Mobile-Titel, oder? Auch Marvel Future Fight war Smartphone-exklusiv und verteilte seine 270 spielbaren Marvel-Charaktere auf zig verschiedene Storystränge mit Multiversum und allem drum und dran. Venom ist hier aber nicht viel mehr als ein optionales Teammitglied, dem wir aber immerhin eine Handvoll unterschiedlicher Erscheinungsbilder geben können. Mit dabei zum ersten Mal in dieser Liste auch die witzige Zombie-Venom-Version. Und seine Superattacke, mit der er einen Venom-T-Rex heraufbeschwört, ist schon cool, wenn es die meisten damaligen Handys nicht leistungstechnisch in die Knie gezwungen hätte.
Auch in Disney Infinity 3.0 kehrt Venom zurück. Zwar hat das Spiel auch nicht viel mehr Substanz als sein Vorgänger, allerdings finde ich sehr cool, dass sie mit dem Spielzeuggedanken noch einen Schritt weiter gegangen sind und man Venom wirklich ansieht, dass Beine und Torso jeweils separate Teile sind, die zusammengesteckt wurden. Scheint ihn in seiner Motorik auf jeden Fall nicht einzuschränken. Nochmal ein neues Genre. Auf dem Smartphone konnte man 2016 in Marvel Avengers Academy seine eigene Superheldenakademie bauen. Bekannte Charaktere konnten rekrutiert werden, indem man Missionen erfüllte oder natürlich durch Mikrotransaktionen. Eddie Brock aka Venom taucht hier als weichgespülte Highschool-Version auf, die sich sehr bereitwillig auf Spider-Mans Seite schlägt, um gefangene Symbionten zu befreien und Carnage aufzuhalten. Nicht mein Fall. Und Venom als flauschiges Kugel-Plüschkissen wolltet ihr sicherlich auch schon immer mal sehen, oder? Marvel Zum Zum basiert auf dem erfolgreichen Disney Zum Zum Franchise, das mit Videospielen, vor allem aber mit Merchandise gehörig Geld schaufelte. Zum Zum kommt übrigens von Tsumu, dem japanischen Wort für Stapeln, weil das der Gedanke hinter der rechteckigen Form der Figuren war. So, endlich geht's zurück zu Erwachsenenspielen für richtige Konsolen. Marvel vs. Capcom Infinite ist der erste Ableger der Reihe mit einem vernünftigen Story-Modus, auch wenn es hier in dem Zusammenhang eher um Spidey im schwarzen Anzug geht. Und diesem Godzilla-artigen Venom-Kaiju, der sich im Hintergrund mit Chris Redfield aus Resident Evil vergnügt. Venoms Moves im Kampf sind ganz nett, aber seine Stimme klingt ein wenig wie eine Parodie. In LEGO Marvel Super Heroes 2 wird's wieder sehr speziell. Venom und Carnage machen hier quasi gemeinsam eine Paartherapie, was von Dr. Connors aka der Echse ausgenutzt wird, um sie gefangen zu nehmen. Gemeinsam können sie allerdings entkommen und gemeinsam fusionieren sie auch zu Carnom. Eine Erscheinung, die nur eine Mutter lieben kann. Superhelden und Schurken versammeln sich in Marvel's Strike Force, um sich Ultimus zu stellen, der die Erde angreift. Keine Umstände, die Venom zu Konversationen verführen scheinbar, denn er lässt einfach nur seine Fäuste sprechen. Nachdem Arena of Valor eine Kooperation mit DC eingegangen war, beschloss Marvel, ihr eigenes MOBA zu entwickeln. Und das Ergebnis war Marvel Endtime Arena. Venom hier drin allerdings... Boah... Sein behäbiges Herumgeschlender macht mich schon beim Anschauen wahnsinnig. Etwas gewagt, hier schon von Venom zu reden, aber während es in Marvel's Spider-Man hauptsächlich um andere, deutlich langweiligere Schurken ging, teasert man in der Post-Credit-Scene ganz Marvel-typisch an, wie die Reihe weitergehen sollte. Norman Osborn betritt hier ein geheimes Labor mit seinem kranken Sohn Harry in einem Tank gefangen, wo der Symbiont sich nicht nur bereits um ihn schließt, sondern auch mit Norman Händchen halten möchte. Süß! Wer Venom wirklich hautnah erleben möchte, kann das in Marvel Powers United VR tun. Wo man dann auch erlebt, wie bedrohlich es sein kann, wenn dieses bullige Monster auf einen zugestürmt kommt. Aber am wichtigsten, wo zum Geier hast du den lebensgroßen Big Daddy her? Und wo bekomme ich so einen? 2019 stellten die Ninja Gaiden Entwickler Marvel Ultimate Alliance 3. Nur nochmal sicher gehen. The Black Order fertig, in der die Helden der Erde sich gegen Thanos und seine Black Order stellen müssen. Die sind nämlich auf der Jagd nach den auf der Erde verteilten Infinity-Steinen, die teilweise auch in die Hände von hier ansässigen Schurken gefallen sind. Der Green Goblin jedenfalls überfällt das Hochsicherheitsgefängnis und befreit dabei Venom und Elektro, die kurzerhand seine Drecksarbeit im Kampf gegen die Helden übernehmen. Wobei Venom sich fein raushält und lediglich ab und zu ein bisschen schwarzen Glibber herumspuckt, bis Elektro besiegt ist und er ihn sich einverleibt, um noch stärker zu werden. So stark tatsächlich, dass Angriffe ihm nahezu nichts anhaben können, weshalb man das Alarmsystem des Gefängnisses gegen ihn nutzen muss. Besiegt lässt er sich dann von Spider-Man breitschlagen, die Erde zu beschützen und ist fortan spielbar. Sicherlich keine schlechte Karte im Spiel gegen Thanos. Marvel Super War war ein auf den asiatischen Markt fokussiertes Smartphone-MOBA, das dieses Jahr den Betrieb eingestellt hat. Auch hier machte es mich wieder rasend, wie lahmarschig sich alle bewegen. Aber Venoms Sichelarme sind zweifelsohne eine ziemlich coole Idee.
und sein Hintern ist genauso knackig wie eh und je. Aus demselben Lager erschien auch noch Marvel Duel, ein Kartenspiel, in dem man Gwenpool daran hindern muss, das Universum zu zerstören. Es gibt eine Menge extrem geil gezeichnete Versionen von Venom hier. Unter anderem Venom Groot. Und das besonders coole, sie entspringen für ein paar Sekunden ihren Karten, wenn sie angreifen. In Marvel Spider-Man Miles Morales und seiner After-Credit-Scene sehen wir dieses Mal nichts vom Symbionten. Nichtsdestotrotz ist es ein Ausblick auf den Venom, über den wir gleich noch sprechen werden. Vorher müssen wir aber noch einen Abstecher zu Fortnite machen, wo man inzwischen ja ohnehin alles und jeden spielen kann. Darunter natürlich auch Venom in diversen Skins, die ihm sogar recht gut gerecht werden, ohne zu Fortnite-ig auszusehen. Was ich nicht von Tom Hardys Eddie Brock-Version behaupten kann. Allerdings ist es trotzdem bizarr, Venom beim Looten, Bauen und Shotgun benutzen zuzusehen. Immerhin seine Flügel des Wahnsinns sind ziemlich geil. Und du hast sogar die Möglichkeit, She-Venom zu spielen. Gleichberechtigung und so. Natürlich können wir diese Liste aber nicht ohne das wohl prominenteste Beispiel von Venom in Videospielen beenden. Marvel Spider-Man 2 stellt zwar den Jäger Kraven als Hauptantagonisten vor, im Spielverlauf merken wir aber schnell, dass Manhattan von einer noch viel größeren Gefahr bedroht wird. Buchstäblich. Nachdem die beiden Vorgänger den Symbionten bereits angeteasert haben und wir das ganze Spiel über diverse Versionen des schwarzen Anzugs an unterschiedlichen Körpern zu Gesicht bekommen, hält die Story die Spannung aufrecht, wer denn nun die riesige Venom-Version werden wird, die wir kennen und lieben. Bleibt der Symbiont beim todkranken Harry Osborn? Wechselt er zu Kraven, der mit seiner Statur durchaus besser passen würde? Taucht vielleicht doch noch Eddie Brock auf? Ohne zu viel zu spoilern, kann ich dir auf jeden Fall sagen, dass wir höchstens in den Comics jemals eine bedrohlichere Venom-Version serviert bekommen haben. Nicht nur ist er verdammt stark, er sieht auch verdammt stark aus. Und die Kämpfe gegen ihn halten die Anspannung beim Zocken durchgängig aufrecht. Doch nicht nur seine Erscheinung ist eindrucksvoll, sondern eben auch die deutlich facettenreichere Geschichte um ihn herum, mit seinem Antrieb und denen seiner Wirte. Nicht zu vergessen die horroranmutende, von Symbionten eingenommene Spielwelt, die kaum noch an Manhattan erinnert. Ups, fast das Taktik-RPG Marvel's Midnight Suns von 2022 vergessen, in dem Venom gleich der Tutorial-Boss ist. Und zwar nicht irgendein Venom, sondern ein von Dämon Lilith aufgepumpter und kontrollierter mit eindrucksvollen Hörnern. Er kann die Helden mit Gegenständen bewerfen und sie mit Hilfe seiner Symbionten-Tentakel an Ort und Stelle festsetzen. Mit Spider-Mans Hilfe ist er zwar schnell besiegt, kehrt aber in zwei DLCs zurück. Darin vergiftet Venom sich durch das Verspeisen von Vampiren und muss sich gezwungenermaßen den Helden anschließen, um deren Ursprung auszulöschen. Das führt sie in die heiligen Hallen von niemand Geringerem als Dracula himself. Da ein DLC allerdings nicht ausreicht, um ihn endgültig zu vernichten, kehrt Venom in Tomb of Dracula zurück, um den Job an der Seite von unter anderem Deadpool und Blade zu Ende zu bringen. Nicht zu vergessen, dass es wie mit den anderen Charakteren auch diverse Freundschaftsevents gibt, in denen man mit Eddie Brock abhängen und ihn besser kennenlernen kann. Puh, das waren eine Menge Venoms. Zugegeben, in einigen ist er nicht mehr als ein netter Skin ohne viel Inhalt. In anderen zeigt er auch nicht viel Charakter, trotzdem bringt er genug Wumms und coole Moves mit, um sich glücklich genug zu schätzen, ihn dabei zu haben. In den grafisch weniger anspruchsvollen Spielen zeigt er seine böse, skrupellose Seite, wenn auch irgendwie mehr auf eine comichaftere, etwas unschuldigere Art und Weise. Es ist auf jeden Fall immer schön, ihm als Boss zu begegnen. Noch schöner, wenn er sich einem im Anschluss anschließt. Dann gibt es aber durchaus die Spiele, die Venom ins Rampenlicht rücken, ihm wirklich Charakter verleihen und ihn zu der mächtigen, bedrohlichen und düsteren Erscheinung machen, die er einfach sein muss. Marvel Spider-Man 2 bringt natürlich die umfassendste und cineastischste Version mit, aber auch Ultimate Spider-Man überzeugt er mit seiner düsteren Storyline, in der wir Venom spielen dürfen. Unvergessen bleibt aber definitiv der finale Bosskampf in Web of Shadows mit der mehrköpfigen Venom Hydra. Ich denke, zumindest diese drei Videospielversionen können auf jeden Fall mit Tom Hardy mithalten. Was meinst du? Welche Videospiel-Joker hingegen mit Joaquin Phoenix und seiner Kinoversion des Batman-Schurken mithalten können, schlüssle ich in diesem Video auf. Bis dahin, may the Lord, das bin ich, be with you. See ya.